viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Wow! Psst, Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Hast du Probleme, Boso-Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Stopp, mach keinen Scheiß. Juhu, damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Was ist denn nur mit Boso los? Der sieht ja wirklich total verstört aus. Aha, jetzt haben wir hier rot. Rotfuß? Genau. Und dann hier blau? Oh, shit. Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung. Und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein. Also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organonen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Okay, das heißt, das ist der Rufus, der sich um die Rebellen dann kümmern muss, also die benachrichtigen. Aber wir starten doch mal einfach ganz links. Wenn das geht. Mal gucken, ob ich etwas ertasten kann. Aha, da ist eine Spalte im Fels. Okay, und das ist Goal. Auch die sah ja süß aus, gell? Die haben wir nur ganz kurz gesehen. Also das ist dann wirklich Baby-Goal. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Ein braunen Schnuller. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Wow! Ach, nicht doch! Psst! Da ist eine Spalte. Na dann. So. Na! Nicht so laut, Goal! Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere! Haben wir hier noch? Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp. Na dann. So. Na. Wow! Nicht so laut, Goal! Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere! Haben wir sonst noch hier irgendwas? Das hier ist trocken, lang und dünn. Keine Frage. Das ist der Plot von Geheimakte Tunguska. Oder ein niedrig hängender Ast. Eins von beiden. Ich glaube, das erste. Na dann. So. Na. Wow! Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Okay, also einen Ast haben wir hier. Gehen wir das gerade mal hier so durch. Da ist Goal. So. Goal. Goal. Gestrüpp. Spalte. Und hier ist nichts mehr. Das heißt, wir müssen mit einem Ast, mit einer Spalte und Gestrüpp irgendwas zaubern. Und können eigentlich nicht interagieren, weil dann direkt Goal anfängt zu weinen. Das ist doof. Spalte. Hier wächst irgendwas. Eine Art Moos oder Gestrüpp.
Das hier ist keine Frage. Das ist der Plo oder ein... Na dann. Na. Nicht so laut, Goal. Du wächst noch die ganzen gefährlichen Tiere. Nee, da habe ich jetzt gerade gar keine Idee. Wir können ja wirklich nicht irgendwas interagieren und mit Goal reden oder irgendwas. Das geht ja auch nicht. Die wird uns mit ihrem ständigen Geheule noch in Teufels Küche bringen. Ich muss sie irgendwie ruhig stellen. Eben, irgendwie ruhig stellen. Irgendwas vergessen? Nee, das sind die vier Sachen. Aber vielleicht wird auch nicht mehr angezeigt. Ich erinnere mich an dieses Rätsel, als Rufus in der Hölle in Anführungszeichen war. Da wurde ja auch nicht alles angezeigt. Mast. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Wow! Ach, nicht doch! Psst! Okay. Nee, hier können wir, glaube ich, noch nichts machen. Vielleicht müssen wir auch erst mit den anderen irgendwas interagieren, damit dann hier mehr möglich ist. Deswegen gehen wir doch mal hier zu dem in Rot. Der hat, glaube ich, noch die meisten Möglichkeiten. Also Rotfuß. Die meisten Möglichkeiten, irgendwas anzugucken oder zu machen. Da reden wir doch mal mit den Mucks. Mucks? Rosos Nachbarschaft ist ganz schön heruntergekommen. Der Teil, der noch steht, ist total morsch und porös. Und der Teil, der sitzt, ist hinter der Zeitung schwer zu erkennen. Reden wir doch mal mit ihnen. Darf ich kurz stören? Ui, guck mal, Muck. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich komme immer alle auf die Idee, dass Rufus ein Landstreicher ist, ne, der da umher streunert. Baby Boso? Aha. Okay. Ich bin kein Landstreicher. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ich suche das Lager des Widerstands. Versteht überhaupt nicht, überhaupt, was ich sage? Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Muck? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Timmy. Timmy, was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht ein Beppo. Ach, sind die liebenswürdig, wie die miteinander umgehen. Hat eigentlich eher gefehlt, dass hier Herr Moog sie Weib nennt und nicht Frau. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Moog. Er meinte doch die Bosos. Na dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau. Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Gips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Moog. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Und was hat das mit Baby Boso auf sich? Da bin ich ja echt gespannt. Der hängt ja aus so einem Strampler, ne? Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm, wir kaufen nichts. Der junge Mann sucht etwas, Moog. Und da fragt er ausgerechnet dich? Du verbummelst doch immer alles. Wenigstens hab ich noch meine Manieren. Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um deinen Gast kümmern. Ach,
Den Landstreicher. Den hätte ich fast vergessen. Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Ich finde die super. Richtig kriscremig so. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? 5, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens 7. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Vergesst es einfach. Ach, vergesst es einfach. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Moog. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Moog und seine Frau. Wäschespinne. Feuerwehranzug. Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt... Es brennt, es brennt! Oh, ich komme! Tatü, tata! Ui, guck mal, Moog! Das ist so putzig! Baby Bozo spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David! Unsinn, Frau! Das ist nicht Baby Bozo, sondern ein verirrter Landstreicher! Oh, du hast recht! Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln! Ah, hier sind jetzt verschiedene Kleidungsstücke. Ninja-Dress. Okay, einmal noch. Hi-ja-ha! Ui, guck mal, Moog. Baby Bozo spielt mit dem Ninja-Dress von seinem Cousin Alec. Unsinn, Frau. Das ist doch nur wieder dieser Landstreicher. Meinst du? Na, dann bekommt er auch keinen Koffeinlutscher. Oh, ich möchte aber einen Koffeinlutscher. Jetzt hier, Babykostüm. Muss das wirklich sein? Ja. Na gut. Brave! Ui, guck mal, Moog. Da ist ja Baby Bozo. Na, Baby Bozo, möchtest du noch einen Koffeinlutscher haben? Du sollst dem Baby doch keinen Koffeinlutscher geben, Frau. Da nimmt es nur wieder Reis aus. Oh, du kannst immer nur meckern, Moog. Das Kind muss doch etwas essen. Wie soll es sonst jemals so groß und stark werden wie sein Bruder? Oh, Himmel. Ich hoffe doch sehr, dass Baby Bozo nicht nach diesem weinerlichen Nichtsnutz schlägt. Er sollte sich lieber ein Beispiel an seinen Cousins nehmen. Die haben wenigstens etwas aus ihrem Leben gemacht. Hör nicht auf den garstigen alten Mann, Schatz. Hier, du bekommst einen Koffeinlutscher von mir. Wow, das war peinlich und aufschlussreich zugleich. Ein bisschen wie meine Schulzeit. Ich weiß schon, warum ich nach der 2. Klasse abgebrochen habe. Also für das hier Frau Moog eigentlich nicht so gut erkennen kann, kann sie aber ganz schön gut und zielgenau den Lutscher werfen. Jetzt haben wir einen Koffeinlutscher. Sehr gut, vor allen Dingen für Babys geeignet, so Koffeinlutscher. Und... ja, was das jetzt genau war, das heißt, die Cousins, Alec und David, die sind Ninja und Feuerwehrmann von Beruf. Und ich glaube, ich gehe doch mal hier rein, genau. Ich könnte zwar noch runtergehen, aber ich glaube, ich würde zu gern zu Bozo gehen, wenn das wirklich Bozos Haus ist. Lass noch gerade die Aufstiegsstation angucken. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Okay, gut. Dann gehen wir mal hier rein. Was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa. Wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Bozo? So ein Unsinn. Bozo hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich.
Rufus der Erste. Wo ist denn?